Oh, ich höre einen Hunter-Killer. So you know I'm not a Terminator. Of course I do. They are way better shots than you. Then why are you making me do all this? Because I want you to grab something for me before I help you. Oder Orca, ja. Genau. Turn left when you leave the theater. There you'll find a plane crash site. Okay, alles klar. My spider scout should be stuck somewhere around. Just grab it and bring it back to me in one piece. Mission finde Mac, okay. Suche Mac Spider Scout, oh Mann. GDI Skynet ist unterwegs, ja. So in etwa kann man es auch nennen. Aber gehört, dass ein gewisser jemand über meine Bruderschaft gelästert hat. Nicht, dass ich jetzt großartig wüsste. Also ich war's nicht. Skynet completely took over this place. I could do something about that. Okay, neue Mission, Skynet Außenposten. Oh, nö. Außenposten. Ja, super. Ich muss so oder so, weil ich brauche beide Dinger. Nee, Ed. Dein Gedächtnis ist nicht gut. Du warst es auch nicht. Ja, mein Gedächtnis ist wirklich nicht so gut. Das war Mr. Ach so. Ja, was heißt gelästert, ne? Er hat seine Gefühle zum Ausdruck gebracht. Ist so, okay, kann man noch machen. Ich höre hier was. Ich höre was klappern. Er ist Mr. GDI, du bist Mr. Nord. Ist für allen was dabei. Ah, verdammt. GDIler haben Gefühle? Ich glaube durchaus. Boah, da ist ein Plasmaturm. Okay, warte mal. Machen erstmal. Gut, dass wir 300 Schuss haben. Bei den normalen Patronen. Wir haben zwar 300 Schuss. Aber treffen nicht richtig. Wieso bin ich denn schon... Wo bin ich denn schon wieder erfasst worden? Ach, da vorne. Weißt du, das ist witzig, ne? Entweder habe ich nicht genug Medipacks oder nicht genug Munition. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Kommt dir... Ach da. Da gehen diese Typen hier mir auf den Sack, ey, ganz ehrlich. Wow, mein kritischer Treffer, wow. What the... Scan-Mode. Nicht genügend Kommandeurspunkte, ja. Mann, drei Kreuze für einen Raketenwerfer, ey. Oha. Alter! Ah. Pfeift dir mal ein Medipack rein. Ich habe ein Level abbekommen. Juhu! Komm schon.
Leco mio Arscho Blanco, ey. So, warte mal kurz. Gleich mal einen Punkt verteilen. Waffen, Stufe 4. Ich hoffe, ich hätte die Waffe nehmen können, wenn ich sie eingepackt hätte. Naja. Ich will jetzt zu dem, was ist das denn hier? Da will ich hin, dann hier hin. Und dann versuchen wir uns dahin durchzuschlagen. Zur Hauptmission. Ach, hier. Da ist noch einer. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist Jahresendsport. Das ist, oh, da ist ein Terminator. Das ist purer Schöpfung. Deswegen habe ich mir ja schon extra die 4 Tage freigenommen. Deswegen Samstag kein Stream und so gewesen. Ich sollte versuchen, den da zu hacken im Plasmaturm. Irgendwie. Mhm. Komm, gib mir irgendwas hier. Loot, ich brauche Loot. Ich hätte gerne irgendwie Loot. Gib's doch zu, hast heimlich dein Lieblingsspiel gespielt mit den selbstversenkenden Schiffen. Nee. Nee, hab ich nicht. Ich hab mir... den Samstag war ich bei meinen Eltern. Weil Freitag war ich klinisch tot. Wegen dem Hund, weil der hat mich echt die ganze Nacht wachgehalten mit seiner Scheißerei. Also Freitag. Samstag war ich dann bei meinen Eltern. Was essen. War dann auch erst nach 20 Uhr wieder zu Hause. Sonntag war ich dann irgendwie so, bäh? Und Montag habe ich einen Couchtag eingelegt. Ich habe es einfach mal gebraucht. Ich brauche zwischendurch echt mal ein bisschen Pause. Es ist einfach manchmal ein bisschen viel. Es ist eine Menge Arbeit, was dahinter steckt. Ich will doch kein Foto machen, Mensch. Will mich ja nicht beschweren, weil es macht mir ja auch Spaß und so weiter, aber es, wie gesagt, ab und zu brauche ich auch mal eine Auszeit, ne? Ist leider so. Kommt man nicht drum herum. Diese blöde Gewehrmunition, ne? Ich muss jetzt mal in diese Türme hier irgendwie rankommen. Den hat's auch dahin gerafft. Da, boah, alles voll hier, leckt mich am Fuß, ey. Mein Gott. Da ist noch was. Ich will diesen verdammten Außenposten mitnehmen. Und gut EPs. Ja, wenn ich schaffe, die Türme zu übernehmen, dann stehen wir nicht schlecht da. Weil dann erledigen die Arbeit für uns. Mach das, lass es dir schmecken. So, hacken. Na. Ah. Verdammt.
So, dann mach mal hier. Da ist noch ein Turm und da kommt ein Terminator. Na, lass den mal machen, da. Oh, warum kommt denn mal ernsthaft? Kommst du nicht mehr hier hoch, oder was? Komm, das spart uns Munition. Kill die. Wow, shit. So, den nächsten hacken. Oh, verdammt. So, den noch. Genau, so viele bunte Esel. Aber ich lasse jetzt die Türme für mich die Arbeit erledigen. Dann spare ich mir nämlich Munition. Dieses Hackspiel geht mir so ein bisschen auf den Puffer. Ja, die knallen jetzt hier alles ab und so gut ist. Und ich habe meine Ruhe. Oh, hier sind ein paar Kisten. Na, da unten läuft noch einer. Ah. Oh, da kommt der patrouilliert. Ah, soll er machen. Die sind zwei Türme, die ihn abknallen. Kein Chip. Ich dachte eigentlich, da kommt einer rum. Bisschen Muni. So, ich werde den mal so ein bisschen damit anpieken, dass er hierher kommen soll, damit die Türme das erledigen. Irgendwas ist gerade in die Luft geflogen. Oh, wir haben einen Turm kaputt gemacht. Nee, leider nicht, Lars. Leider kein Schnee bei uns. Ist echt schade. Oh. Na komm, mach den weg da. Ja, das kann sein, dass ich südlicher, was ist das hier? R95, südlicher wohne. Aber eigentlich wurde gesagt bei uns, soll ein bisschen was kommen, aber leider nein bisher. Schon lange keinen Schnee mehr gehabt hier. Okay, haben wir denn noch irgendwas, was hier rumläuft? Da unten läuft noch einer. Aber das kriegen wir schon hin. Da läuft, da ist auch noch ein Wrack. Und der hat hier, der hat die V96. So, Moment. Jetzt muss ich jetzt mal ganz kurz was wegschmeißen. Was wir definitiv nicht mehr brauchen. Ich brauche zum Beispiel diese zweite Knarre nicht. Dafür nehme ich mir nämlich die hier mit. Es war nur etwas und hat nicht lang, aber Schnee. Ja, immerhin etwas, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich die jetzt tragen? Das wäre geil. Kann ich immer noch nicht tragen. Deine Waffenfertigkeit ist zu niedrig. Verdammt! So, da unten ist noch ein Turm. Hier so eine Kiste. Ja, ich hätte wirklich gerne mal wieder Schnee. Es wäre wirklich mal schön.
schon etliche Jahre jetzt nicht mehr wirklich was gewesen. Ach, verdammt! Mein Gott! Boah! Verdammt, ich bin... Heute ist echt nicht mein Tag, ne? Heute ist echt nicht mein Tag. Machen wir es, opfern wir einfach mal einen Chip. Na, wo ist das? Wo ist der Typ jetzt? Da unten. Na komm. Wird leider nicht angelockt. Leider nicht. Scheiße. Verdammt, nein. Was ich dann mache, mich ärgern. nee, es gibt hier Crab-Chips und dann gibt es hier die guten Chips und das war ein Crab-Chip, also nichts Besonderes. Ah, Mann, ey, heute ist echt nicht mein Tag, ne? So oft, wie ich heute schon gestorben bin. Oh, nö. Kann nur nicht wahr sein. Durchwechseln. Einer weniger. Zwei weniger. Was? Ich hasse Ruder? Ruder? Was meinst du damit, Lars? Da verweigert er den Feld. Hä? Lars, verwirr mich nicht. Du bringst mich jetzt hier komplett durcheinander. Bringst mich gerade kommt. Hasse Röder. Ich hasse Röder. Wortspiele mit Biermarken. Ach so. Wo meinst du das? Muss ich hier diesen ganzen Mist nochmal machen? Es ist so doof mit den Speicherpunkten, dass du nicht selber speichern kannst. Das ist so ätzend. Und draußen turnen die immer noch rum. Hier war ja nichts weiter, außer hier noch. So. Hacken. So. Siehst du, blauer? blaue und dann gibt es diese weißen Dinger. Oh, sogar Level Up gehabt. Und schon geht das Geballere los. Der andere kommt da vorne, verdammt. Boah, Alter, ey, was du hier wieder reingedrückt bekommst, ist ja schon wieder ekelhaft.
Vor allen Dingen, guck mal, ne? Du rennst hier hoch, kommst hier nicht rüber. Über dieses kleine Ding kommst du nicht rüber. Okay, den hat er wenigstens weggepustet. Ja, jetzt kommt auch von der Seite einer. Nur hacken. So, wir nehmen mal den nächsten. Probieren wir einfach mal. Ich habe keinen Bock jetzt die ganze Zeit hier zu hacken. War klar, dass es nicht geht. Nochmal den noch. Wir haben schon mal drei Geschütztürme unter Kontrolle. Komm schon. Okay, das ist Nummer 3. Ah ja, der kümmert sich jetzt darum. Sehr gut. Oh, da kommt ein anderer Terminator ran. Die sollen da mal machen. Dann brauche ich mich mit den Dingen da nicht rumärgern. Oh. Verdammt. So, die Knarre haben wir, die wir aber noch nicht benutzen können. Sniper. Na, mal gucken, ob wir den da irgendwie wegsprengen können. Erinnert mich sehr an die Starfighter des Imperiums. Was erinnert sich an die Dinger, an die, die Kanonen hier, meinst du? Lief ja heute wieder, auf Kabel 1. Mhm, da kommt er. Wir hatten übrigens vorhin auch einen Bosskampf. Gegen einen T-850er. Das war ganz cool eigentlich. Ich bin froh, dass ich die Türme hier übernommen habe, ganz ehrlich. Der ist schon schwer beschädigt. So, jetzt müssen wir nach unten. Da ist noch einer. Da unten lungert einer rum. Da unten ist einer beschädigt. Mhm, noch hier noch schnell suchen. Okay, ich sehe zwei. Und einen Geschützturm. Wenn ich den schaffe zu übernehmen da unten irgendwie, dann sieht die Sache gar nicht mal so schlecht aus. Mhm. Ja, da haben sie gute Arbeit geleistet. Die kann ich gleich mal kaputt machen, durchsuchen. Ah, sehr gut. Ja, auf mich geht er natürlich, ne? Alter, leck mich doch am Arsch. Verfluchte Scheiße. Entschuldigung. Das war Emotion pur. Ich, die Ecke hasse ich hier. So, letzter Versuch für heute. Alter, sowas Assiges, ey. Hm. Mann, ey, weißt du? Das ist so so beknackt mit den Speicherpunkten, das regt mich auf. Wie gesagt, heute ist echt nicht mein Tag, ey. Also irgendwie. Vor allen Dingen, weil du alles wieder von vorne machen musst. Geht mir echt auf den Puffer, aber ganz gewaltig, ey. Ganz ruhig.
Morgen noch einen Tag, dann ist 2020 erledigt und alles wird gut. Terror. Ja. Weil so ist das sehr ärgerlich, weißt du? Bist am Machen und Tun, hast du gesehen. Ich war quasi schon fast durch. Und dann kommt so ein Mist bei rum. Und das ist einfach nur... total doof. So. Oder ich rege mich auch so wie du heute und schreie den Bildschirm an. Meine Anschreien ist ja okay, sage ich mir, ne? Aber es gibt ja Leute, die schmeißen dann Controller weg und was weiß ich nicht was. Also da wäre mir das Geld für zu schade. Muss ich ehrlich sagen. Wo ich da was zerstöre. Da wäre mir das Geld viel zu schade drum. Ah! Da ist einer. Hau bloß ab, du. Hacken. Aber wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr hier auf Hackerei. Das geht mir echt auf den Puffer. Nein, natürlich geht's nicht. War klar. So, einen haben wir. Das sind leider auch diese Typis mit den starken Plasmawaffen schon, ne? Also wo wir noch nicht wirklich Therapie erfolgreich. Wo wir noch nicht wirklich so gegenhalten können. Die sind einfach stärker als wir momentan. Boah. Komm, lad doch mal nach. Okay, den haben wir weggepustet. Okay, warte. Oh, da kommt der nächste. Ich werde irre. So, jetzt aber. So, den haben wir erledigt. So, den noch schnell übernehmen, damit wir hier gleich klar Schiff machen können. Ich weiß nicht, mir fehlt hier so eine Art Zwischenspeichern. Echt, das... Der Speicherpunkt ist echt dämlich gesetzt. So, was haben wir hier? R95er Plasma. Junge, schieß doch nicht auf dein eigenes Dings hier. Nicht auf die eigenen Kumpel schießen. Ich brauche euch noch. So, okay, den haben wir. Da hinten kommt einer. Sollen die machen? Sollen wir recht sein. Die sollen sich hier gegenseitig abknallen. Mehr verlange ich gar nicht. Ach, jetzt kommen sie hier rein. Guck an. Das sind ja Eumel. Speicherpunkt, wo man jetzt zurück kann, wie Square Enix sie gerne benutzt, ist auch noch okay. Aber alles automatisch ist doof, ja. Guck mal, die kommen hier hoch. Ich glaube, Spinne. Da gehe ich doch lieber stiften. Da gehe ich doch lieber stiften, ganz ehrlich. Er kommt hinten weg, das ist eine Ratte. Kabal des Grüßen, ja. Echt gemein, was die hier machen, die Typis. Ah, der ist wenigstens hinne. Das ist schon mal gut. Oh, hier ist auch noch eine Kiste. Frag mich grad. Na, na, na. Da läuft noch einer. Warte mal, ich brauche mal die andere Knarre. Die andere Knifte. Boah, Alter, das kann auch nur ich, ey. Das kann auch nur ich, ey. Boah.
Genau, lock den mal da rein. Okay, hat einen. Kommt der nächste. Kill den doch. Türmchen, kill den. Alter, wie die mal direkt auf mich... Alter, leck mich am Fuß. Leck mich doch am Fuß. Boah, nee, also... On August 29th, 1997, Skynet, a computer system built to protect us, became self-aware. Push forward! On that day, 3 billion people lost their lives. Judgment Day, as we eventually call it, marked the beginning of the war against the machines. Spread out! Then came the annihilation line, a line that separated the living from the dead. You're a resistance soldier. Time to act like one.